Vielen herzlichen Dank, Frau von Trotha, und auch Herrn Selker für die einführenden Worte, für das warme Willkommen. Und ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt, was in Karlsruhe jetzt gerade passieren wird, die nächsten Tage. Und weiß natürlich, dass ich zumindest zu den Universitätsangehörigen jetzt eher zu einem Chor der Converted reden werde. Und habe mich bemüht, so ein bisschen das große Bild und das, was in unserer Selbstwirksamkeitszone liegt, zu verbinden. Als Politökonomin, das hatten wir auch vorher so abgesprochen, werde ich ein besonderes Augenmerk auf ökonomisches Denken und meine Überzeugung, dass da ein ganz wichtiger Hebel für tatsächlich systemische Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit liegt. Und habe dazu natürlich ganz wissenschaftlich, wie wir das ja immer gerne machen, auch eine Präsentation mitgebracht, die ich jetzt gerne mit Ihnen teilen werde und wo natürlich im Nachgang das auch, glaube ich, möglich ist, auf die Folien zuzugreifen und sonst melden Sie sich gerne bei mir. Vielleicht noch zwei Sätze vorweg. Die Scientists for Future-Idee und Initiative kam ja genau aus dem Moment heraus, den Sie auch gut beschrieben haben, wo es um die Verantwortungsfrage geht und die Frage auch der Rolle von Wissenschaft in Zeiten von Transformation. Das war natürlich noch vor der Corona-Krise, aber ich glaube, seitdem wir eben viel mit Virologinnen und Virologen zu tun haben, die auch quasi am offenen Herzen operierend versuchen, eben das beste Wissen bereitzustellen und auch die Regierung eben tatsächlich in den Veränderungsprozessen zu beraten, würde ich noch mal stärken, warum die Unterstützung der Fridays for Future-Bewegung aus unserer Perspektive sehr wichtig gewesen ist in dem Moment, wo quasi die Sachlage etwas in Frage gestellt wurde. Also aus dem politischen Raum eben stärker die Stimmen würden, die jungen Leute sollten doch bitte mal zurück in die Schule gehen und dann könnten sie in Zukunft Ingenieurinnen werden, die die Lösungen bringen oder im Grunde genommen Ökonomen werden, die die Investitionen in Richtung schieben. Und dann kam natürlich der Schall aus der jungen Bevölkerung, nein, wir wollen ja aber jetzt als BürgerInnen unsere Stimme erheben und wollen, dass sie politisch antizipativ tätig werden. Und dass die Forderungen radikal erscheinen, lag ja eher daran, dass wir sehr lange die Prognosen aus der Wissenschaft, also das in die Zukunft schauen, was eben tatsächlich ja auch eine genuine Aufgabe der Wissenschaft ist, nicht ernst genug genommen haben. Und dass in dem Moment, wo im Politischen, ja, es ist unbequem, ja, es ist schwer, ja, Strukturwandel ist blöd. Und es ist gerade auch in Wahlprozessen, wo ich mich unbeliebt mache, wo ich meiner Klientel vielleicht etwas zumuten muss, wo kurze Wahlzyklen die mittelfristigen Zugewinne von Maßnahmen gar nicht mehr zulassen, dass sie mir zugerechnet werden. All das ist verständlich, aber natürlich war das der Moment, wo WissenschaftlerInnen, sehr viele, wahrscheinlich auch einige von denen, die heute mit dabei sind, gesagt haben, nein, das geht nicht. Also die Evidenzbasis stimmt. Die Studien, auf die sich die jungen Leute berufen, sind ja in unseren Instituten entstanden und in unseren Beiräten in Empfehlungen für die Politik umgebaut worden. Und in dem Moment, wo der politische Druck sehr stark dahin wird, die auch ernst zu nehmen und auch umzusetzen, braucht es diese Unterstützung tatsächlich auch von den Personen in der Gesellschaft, die sich dem Umsetzen dieses Wissensbestands eben voll verschrieben haben. Und trotzdem war es und ist es und bleibt es ein Suchprozess. Wir sehen das ja auch in den Reaktionen darauf, wie jetzt einzelne Personen, besonders in der Virologie, auch ins Feuer geraten, also ins Kreuzfeuer der Debatten, aber auch ins Feuer der medialen Berichterstattung. Und natürlich wir auch wichtig oder gut daran tun, die wichtige Unterscheidung zwischen den Rollen von Politik und Wissenschaft nicht verschwimmen zu lassen. Und auch nicht, dass politische EntscheidungsträgerInnen sich quasi hinter der Expertokratie verstecken. Also die Verantwortung für die politische Umsetzung muss in dem Apparat bleiben, der und die demokratisch gewählt zusammengesetzt wurde oder berufen wurden, um diese Entscheidung zu treffen. Und Wissenschaft stellt Prognosen, Pfade, Möglichkeiten, Optionen, Trends, Wahrscheinlichkeitsrechnungen etc. an. Aber darf nicht in die Situation gebracht werden, dass die Entscheidung, welche Maßnahmen jetzt implementiert werden, vermeintlich aus der Wissenschaft getroffen wurden. Und das merken wir ja in den Vorwürfen der Ökodiktatur, war das schon immer sehr stark. Und jetzt haben wir natürlich entsprechend auch die Virendiktatur, ähnliches Vokabular. Und deshalb sind das diese Tage, die Sie machen, und deshalb ist dieses Tragen in die Gesellschaft aus meiner Perspektive so wahnsinnig wichtig. Auch wenn es eine unbequeme Wahrheit ist und eine unbequeme Wissensbasis ist, zu sagen, ein ehrliches Hinschauen ist ja schon immer der Ursprung von Innovationen gewesen, die uns Probleme lösen lassen haben. Und das ist die Perspektive, mit der ich hier angetreten bin, um ein paar Gedanken mit Ihnen zu teilen und mich auf die Diskussion sehr freue.
Und natürlich ist es da genau dieses Zusammenspiel zwischen Verantwortung und Freiheit. Also wo denke ich tatsächlich mal gut über die Effekte meiner individuellen freien Entscheidungen für andere, für die Zukunft, für andere Teile der Welt eben nach. Und auch das fand ich wahnsinnig spannend, weil wir das ja in der Klimagerechtigkeitsdebatte schon lange haben, die Begriffe einer Schicksalsgemeinschaft auf dem Raumschiff Erde beispielsweise, wie es schon seit 68 ja hieß und ich glaube, 67 hat Kenneth Bolding diesen Begriff auch geprägt. Und dass der globale Süden und der Norden natürlich durch die Emissionen und wo sie getätigt wurden und wo sie die meisten Folgen mit sich bringen, zusammenhängen und diese Verantwortung für die Freiheitsreduktion in anderen Teilen der Welt natürlich primär auch bei den Emittenten und dadurch reich gewordenen Ländern liegt. Und ja, dieses im öffentlichen Diskurs, wo fängt Verantwortung an, wo hört sie auf, fand ich sehr eindrücklich, auf einmal aus medialen Ecken gespielt zu sehen in der Corona-Krise, die ich vorher eher in der Skepsis, in der Klimadebatte eher bei dem moralinsauren Verbotsdiskurs geparkt hätte, ging es auf einmal bei Corona. Also die Party, ich AG, die nur feiern will und rausgehen will und sich nicht zurückhalten will, solle doch im Zuge der Freiheitserhaltung für einen anderen Teil der Bevölkerung mal seine eigenen Wünsche zurückstellen. Und das kann eine Chance sein, ganz anders über dieses, wir sind immer eingebettet in Systeme. Und das bedeutet, dass unsere Aktivitäten nicht ohne Konsequenz bleiben. Wir können nicht agieren, so wie Herr Watzlawick, der Ihnen bestimmt sehr bekannt ist, natürlich gerade im Kulturbereich. Wir können nicht kommunizieren, können wir auch nicht agieren, weil wir natürlich ein Signal senden, weil wir eine Aktivität in ein System bringen, was entweder ein Fortschreiben des Status quo mit sich bringt, und der ist ja nicht folgenfrei, sondern im Gegenteil, die Nachhaltigkeitswissenschaft und Nachhaltigkeitstransformationsagenda ist ja als eine Reaktion auf die Erkenntnis aus der Wissenschaft entstanden, dass wir den Planeten und ihre Ökosysteme und seine Ökosysteme rasant verändern. Das heißt, Transformation findet sowieso statt. Und deshalb ist es die Verantwortung und die Freiheit von uns allen zu überlegen, wie können wir ihr denn eine wünschenswerte Richtung geben. Und damit bin ich bei dem ersten großen Punkt und aus irgendwelchen Gründen will, aha, jetzt will es auch mit mir weitermachen, versuche ich ganz kurz ein paar der Begriffe vorwegzunehmen, mit denen ich arbeite. Einmal auch Innovation ein Stück weit von Transformation abzugrenzen. Also wir haben in der Transformationsforschung ja auch überlegt, was ist daran jetzt wirklich anders als eine Innovation? Und ich werde mit dem Begriff der Systeminnovation versuchen, die Brücke zu schlagen und dabei aber immer klar machen, das hatten wir auch eine interessante Debatte, gerade auch in den sozialen Medien, dass System Change dann nicht gleich bedeutet, dass man einen Kapitalismus abschaffen oder einen Sozialismus installieren oder radikal so sein muss oder nicht so radikal sein sollte oder dass es immer von oben nach unten oder von unten nach oben. Das ist erstmal eine Beschreibung von Zusammenhängen, von Dynamiken, die auch prinzipiell deskriptiv erstmal ist. Es ist eine Beschreibung, die sich unterscheidet von den linearen Prognosen, wo Elemente als frei neu zusammensetzbar verstanden werden, ohne dass sie ihre Qualität verändern. Es ist eben ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes, was in einer gemeinsamen Dynamik sich verändert. Wie das Ding heißt, ob wir das, was hinten rauskommt, positiv, negativ, normativ, ausreichend oder nicht empfinden, ist genau nicht das, was erstmal eine systemische Betrachtungsweise notwendigerweise mit sich bringt. Und deshalb versuche ich sehr stark, diesen Begriff des Systems trotzdem im deutschen Diskurs zu halten, selbst wenn er schwierig ist zu gebrauchen. Im Englischen ist es da sehr viel leichter. Freut mich aber auch, in der Diskussion nachher zu hören und zu sagen, vergessen Sie es einfach, Frau Göpel, lassen Sie uns einen anderen Begriff nehmen, dann machen wir es uns leichter. Oder ob wir gemeinsam drum ringen wollen, weil ich glaube, dieser Paradigmenwechsel ist in sich einer, der uns sehr viel leichter auch die Verantwortung-Freiheitskombination verstehen lässt. Und die Ökologie natürlich, die Lehre vom Haushalt, da muss ich ja rein, gerade als vorherige Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderung, wirklich zu sagen, wir schauen aus der planetaren Perspektive drauf, aber was können wir auch aus der Ökologie eben lernen für Veränderungsprozesse? Das Anthropozän als Begriff für den Kontext heute hat, glaube ich, vieles in der Richtung ermöglicht. Erstens, weil es relativ weit ging, also sehen den Economist bis Nature, die eben beide versucht haben zu zeigen, wie stark inzwischen die menschlichen Aktivitäten mit tatsächlich der Erdentwicklung verknüpft sind. Herman Daly, wenn ich eine ökonomische Perspektive einbringe, hat es eben zusammengefasst, dass wir von einer leeren Welt
wo wenige Menschen waren, mit einem geringen Pro-Kopf-Verbrauch von Natur. Also wirtschaften bedeutet ja erstmal, dass ich mit Menschen und mit Natur in Beziehung gehe, um Bedürfnisbefriedigung zu organisieren und zu ermöglichen. Das heißt, einen gewissen Eingriff in die Natur hat die Menschheit ja immer gehabt. Aber der war pro Kopf war relativ geringer und wir waren weniger Menschen. Und das Anthropozän beschreibt ja genau den Zeitpunkt, wo es auf einmal eine volle Welt gab, insbesondere im 20. Jahrhundert, wenn Sie sich diese Kurve anschauen, wo das Ausmaß der menschlichen Aktivität, also den Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch sehr hoch gegangen ist und natürlich auch die Bevölkerungszahl wahnsinnig gestiegen ist, insbesondere eben seit 1950. Und das gibt natürlich so etwas, was in der Systemforschung als einen positiven Feedback-Loop beschrieben wird, der auch nicht unbedingt positiv im Sinne von normativ gut ist, sondern einfach erstmal ein sich gegenseitig beschleunigender. Und das ist eben ein Teil des alleine schon Zusammendenkens von verschiedenen Trends, die die Club of Rome-Studie mit den Grenzen des Wachstums ja auch gemacht hat, obwohl sie immer noch gerne falsch rezipiert wird und gesagt wird, wir haben doch noch Materialien im Boden und es ist doch noch Öl da, was haben die denn eigentlich da gesagt? Die haben genau diese Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsentwicklung, Nahrungsmittelbedarf, Verschmutzung durch industrielle Produktion versucht, in eine gegenseitige, sich beeinflussende Trenddynamik zu modellieren. Und genau dann sind sie eben auch zum Ergebnis gekommen, dass wenn wir nicht an allen diesen Trends gleichzeitig versuchen zu drehen, dass wir dann die Wahrscheinlichkeit, sie zu stoppen, eben nicht besonders hoch ist. Und auf diesen Trend sind wir ja weiterhin. Weil die Aussage war nicht, dass das keine Materialien mehr im Boden sind, sondern die Aussage war, dass eigentlich die ökologischen, ökonomischen und technologischen Kosten des Fortschreibens dieses Pfades so hoch werden, dass es eigentlich mit dem Kollaps vergleichbar ist. Und diese Unsicherheitszonen, also dieses Vermeiden von Kipppunkten, wie es ja dann in der Erdsystemforschung heißt, ist natürlich genau das, was versucht, diese Prognosen doch noch umzudrehen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, wenn wir heute in der Debatte immer wieder hören, zurück zur Normalität oder sogar building back better, dass ich das Gefühl habe, nein, 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 wir müssen dabei bleiben, dieses ehrliche Hinschauen zu dem, was vor Corona da war. Es war eine Weltrisikogesellschaft. Das sind ja jetzt erstmal vom 2020-Bericht des Weltwirtschaftsforums einfach die globalen Risiken, wie sie im Ranking, in Befragungen zwischen Top-EntscheiderInnen auf diesem Planeten gesammelt wurden. Und wenn man sich die Studien des Weltwirtschaftsforums anschaut, der letzten 10 Jahre in diesen globalen Risikoberichten, die übrigens auch die systemischen Zusammenhänge versuchen zu zeigen, dann sind die Umweltrisiken immer weiter nach oben gerutscht und die Deutsche Welle hat den 2021-Bericht zusammengefasst mit Umwelt ist das größte globale Risiko. Also die Idee zu sagen, Wirtschaftswachstum darf jetzt auf keinen Fall torpediert werden, wenn wir Klimaschutz vorantreiben wollen, kann nur funktionieren, wenn ich die Konsequenzen dieses Entwicklungsmodells ausklammer aus den Berechnungen von Kosten und Nutzen oder indem ich den Zeitraum sehr gering mache oder so etwas wie eine Diskontrate einbaue, wofür es noch vor ein paar Jahren den Nobelpreis in der Ökonomie gab für Herrn Nordhaus, der überlegt hat, was ist denn eigentlich ökonomisch effizient? Und die Diskontrate überlegt, wie in Zukunft wohl die Preise und die Vermögen, also der Wohlstand, da wird angenommen, dass die zukünftigen Generationen sowieso immer mehr haben und dass die Technologie immer billiger wird. Und dass es deshalb für zukünftige Generationen günstiger sein wird, die technologische Entwicklung zum Abwenden beispielsweise der Klimakrise finanzieren zu können. Und dann wäre es eine ungleiche Belastung für die heutige Generation, jetzt diese Investitionen zu tätigen, weil es in Zukunft ja billiger wird. Aber natürlich ist irgendwann der Punkt erreicht, wo eine ökonomische Kalkulation vielleicht einer Sicherheitskalkulation weichen könnte, sollte, müsste. Mindestens sollte eine Bevölkerung wissen, welche Diskontraten in den Prognosen, ob es jetzt teuer ist oder günstig ist, heute in Energiesysteme zu investieren, heute zu gucken, wie können wir eine Landwirtschaft umbauen, dass sie CO2 absorbiert, mindestens diese ethischen und Risikokalkulationen transparent zu machen. Weil die Modellierung von Herrn Nordhaus ging dann von einer ökonomisch effizienten Klimastrategie von 3 bis 5 Grad Erderwärmung auf. Und da, glaube ich, werden Ihnen alle ErdsystemforscherInnen bestätigen können, dass das nicht unbedingt eine wünschenswerte Zukunft ist. Zumindest keine, die man vielleicht voller Wissen anpeilen möchte. Und deshalb ist es mir so wahnsinnig wichtig, dass dieses Wissenschaft in Gesellschaft wirklich deutlich damit beginnt zu sagen, was sind denn eigentlich die Grundannahmen hinter den Modellierungen, hinter den Konzepten, mit denen wir Zukunft und vor allem mögliche Zukünfte beschreiben.
sodass das, was wir für wahrscheinliche Zukünfte halten und das, was wir für wünschenswerte Zukünfte halten, vielleicht wieder ein bisschen näher zusammenkommt. Weil das merken wir ja in vielen Bereichen, nicht nur in der Umweltkrise, sondern auch in der Ungleichheitskrise oder jetzt mit dem wachsenden Populismus. Joseph Stiglitz hat es zusammengefasst, wir haben eine Umweltkrise, wir haben eine Demokratiekrise und wir haben eine Ungleichheitskrise, aber die Leitindikatoren der ökonomischen Entwicklung vermitteln uns nicht mal den Hauch einer Idee, wir könnten ein Problem haben. Und genau deshalb ist diese Einladung genau an die ökonomische Disziplin und Wissenschaft so wichtig, zu sagen, helft uns doch hinzugucken. Helft uns zu sagen, wie können wir denn diese Vision 2030, Transforming Our World, das sind eben die globalen Nachhaltigkeitsziele, doch als diesen positiven Zukunftskorridor der wünschenswerten Entwicklung positionieren. Und dann kommt man natürlich genau auf Ziele wie beispielsweise das Ziel 8, wo dann sowas wie nachhaltiges und nachhaltendes wirtschaftliches Wachstum steckt. Und dann einfach mal kritisch auch zu hinterfragen, sind das die richtigen Indikatoren, die uns wirklich helfen zu sehen, wo es hingeht? Ist das überhaupt noch ein gutes Mittel zum Zweck? Oder wie wollen wir es vielleicht wirklich fassen, sodass wir die soziale und ökologische Verheiratung im Grunde genommen in der Entwicklung besser hinbekommen? Weil wir bei ganz vielen ökonomischen Modellen von einem automatischen Trade-off zwischen sozialen Zielen und ökologischen Zielen ausgehen. Weil soziale Ziele oft gleichgesetzt werden mit mehr Einkommen, mehr Jobs in 40-Stunden-Wochen, mehr Produktivität, mehr ökonomischer Output, automatisch besser. Und dann haben wir natürlich bisher es nicht geschafft, das wirklich vom ökologischen Durchsatz und dem materiellen Nutzen des Planeten so zu entkoppeln, dass es in irgendeiner Weise in eine Stabilität der Ökosysteme führte. Aber mal drüber nachzudenken, ob diese Output-Indikatoren von mehr ist gleich besser noch stimmen oder wie wir vielleicht darüber lernen könnten, was denn eigentlich Outcome-Indikatoren sind, wie zum Beispiel eben auch hinter guter Gesundheit und hohem Wohlergehen im Ziel 3 stecken. Gibt es ja viel aus der Glücks- und Wohlergehensforschung auch zu lernen, dass es gar nicht immer mehr ist, sondern vor allem relative Verhältnisse sind, eine gute Gesundheit sind, gute Beziehungen, sich wertgeschätzt zu fühlen, das Gefühl haben, teilzuhaben und für das, was ich einbringe, gesehen zu werden. Das sind ja alles eher qualitative Merkmale, die gar nicht mit mehr haben notwendigerweise zu tun haben, sondern mit einer guten Gestaltung. Und da sind wir wieder von Beziehungen in einem System. Und im wichtigen Slogan, der in der Agenda der globalen Nachhaltigkeitsziele auch drin ist, niemanden zurückzulassen. Leave no one behind. Und die Sorge darum, zurückgelassen zu werden, ist sicherlich eine derjenigen, die heute auch viel Misstrauen eben mit sich bringt, weil, das ist meine persönliche Überzeugung, diese Einsicht daran, dass es so etwas wie planetare Grenzen gibt und damit die Frage aufkommt, werden wir denn eigentlich genug haben, so weit verbreitet ist, dass die Frage, werden wir genug teilen und wer ist eigentlich wir, ganz dringend in den Vordergrund gerückt werden sollten und ganz dringend auch Teil der ökonomischen Betrachtung werden sollten und der Kooperationsprozesse werden sollten, damit wir in dieser Unsicherheitszone möglichst trotzdem mit einem guten Kompass navigieren können. Und deshalb als erstes die Brücke zwischen Transformation und System und Systeminnovation zu überlegen, jede einzelne Zielmarke im Grunde genommen oder wenn wir versuchen, systemisch zu überlegen, wie ich zum Beispiel eine Landnutzungsstrategie verändern kann, kann ja dann auf mehrere der Nachhaltigkeitsziele einzahlen. So ist das hier eben dargestellt. Sodass wir auch gar nicht immer gegeneinander ausspielen sollten, müssten, sondern, und so ist es auch ursprünglich in der Agenda angelegt gewesen, nicht Cherry-Picking, hieß es dann im Diskurs, ich nehme mir jetzt nur das Ziel 6 beispielsweise und da fokussiere ich mich drauf, sondern, und das ist in der Auswahl der Indikatoren schon wirklich ganz schön angelegt, dass ich immer schaue, wie sind die Querverbindungen mit anderen Zielen, wie kann ich in dem Verfolgen eines Ziels verhindern, dass ich damit ein Problem in einem anderen Ziel auslöse. Und deshalb ist es genau auch eine gute, gerade für ein Innovationsinstitut, wie Sie es haben, mit genau dem Bereich noch Energie, Mobilität, Information, Klima, passt wunderbar zusammen. Und diese kulturelle Seite von, was ist eigentlich die Kooperation, was sind die sozialen Institutionen, die uns helfen, was ist aber auch der neue Kompass, mit dem wir kooperieren wollen, gleich mitzudenken. Deshalb finde ich auch diese gemeinsame Veranstaltung so wahnsinnig spannend und wichtig. Denn, und das ist jetzt hier tatsächlich der Wuppertal-Institut Transition Cycle. Also wie gehen wir eigentlich davon aus, dass wir so Projektgestaltungen machen, wie sie es jetzt im Reallabor ja auch machen. Und ich war bei den ersten Evaluationen zum Teil mit dabei, als es auch darum ging, die ersten Versuche, wie kann Wissenschaft wirklich auch in diesen partizipativen Prozess einsteigen, welche Rollenverteilung braucht es da und wie lange braucht man aber auch, bis man erstmal zum Beispiel ein gutes Systemwissen
entwickelt hat. Also wirklich gesagt hat, was ist denn das Problem, das wir lösen wollen? Und wo kommt es her? Und wo kommt das her? Und vor allem diese Frage, warum ist es da, warum ist es da, warum ist es da, länger zu stellen, als man es natürlicherweise vielleicht machen würde. Weil man dann auf andere Ideen kommt, wo vielleicht die tiefer liegenden Wurzeln oder Root Causes, wie es heißt, von einer Dynamik sitzen. Und oft fleddern wir ja an den Symptomen herum. Also ein Beispiel für mich jetzt gerade ist, warum fokussieren wir nur auf die Impfung und nicht ein großes Programm der Aufklärung darüber, wie gesunde Ernährung, Bewegung und Resilienztrainings, auch bis hin zu, wie gehe ich mit einer Krise um, wo kommt positives Denken her, wie kann ich mich so vernetzen, dass ich mich nicht so vulnerabel fühle, was ja der Gegensatz von resilient ist. All das, was Individuen stärken würde, anstatt so zu sitzen und auf den Impftermin zu warten, ist für mich genau ein Beispiel dafür. Wenn wir nur auf die Symptombekämpfung schauen, aber nicht an die Ursachen des Problems, überhaupt ein Hochrisikopatient, Patientin zu werden und vor allem auch des Problems, dass so viel Sorge jetzt gerade in der Bevölkerung auch deswegen besteht. Dann das Zielwissen, wo wollen wir eigentlich wirklich hin, worum geht es eigentlich? Und dann natürlich die Experimente, weil es gibt nicht immer nur einen Weg nach Rom, sondern viele. Und im Idealfall fangen wir mit mehreren an und lernen voneinander und schauen dann, was war denn auch gerade kontextuell, es ist ja häufig unterschiedlich, hier die Strategie, die am meisten überzeugen konnte. Um dann aber auch die Erfahrungen aus den Prozessen wieder in das Verständnis der systemischen Dynamiken und Zusammenhänge zurückzuführen. Und da habe ich jetzt ein paar Beispiele mitgebracht aus der Ökonomie, wo ich glaube, dass es uns gut tun würde, weil es auch erleichtern würde, Nachhaltigkeit wirklich als eine Innovations- und Fortschrittsagenda zu verstehen und aus dieser Verzichtsrhetorik auszusteigen. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Bericht von Systemic und der Food and Land Use Koalition, Growing Better heißt der, glaube ich. Und die haben einfach mal sich hingestellt und gesagt, wenn wir überlegen, dass ja Gesundheit, also der blaue Balken, Umwelt, etwas ist, was positiv ist und nicht beeinträchtigt werden sollte, also mit gesunder Ernährung werde ich weniger Diabetes, Übergewicht und so weiter haben. Wenn ich regenerativ mit den Ökosystemen umgehe, werde ich weniger ökologische Zerstörungskosten haben. Und was sie auch versucht haben zu monetarisieren ist, was ist denn eigentlich mit dem Verlust von sozialer Kohäsion und Lebenszusammenhängen, gerade in ruralen Gegenden, wenn dort keine eigene Subsistenzwirtschaft oder eben kleinere Marktstrukturen mehr überleben können, weil es in einer globalen, vernetzten Agrar-Weltmarktlogik eben für viele schwierig ist, dann zu bestehen. Und was rausgekommen ist, ist zu sagen, okay, wir messen zwar im Moment den Umsatz in der Branche mit 10 Billionen pro Jahr, aber wenn wir die Kosten dessen, was eigentlich aufläuft, was aber in den Bilanzen nicht genug gefasst wird oder in den Preisen nicht genug gefasst wird, mit denen dieser Wert ermittelt wird, wenn wir das ernst nehmen, hätten wir ein Verlustsystem. Und zwar ein Verlust-Verlust-Verlustsystem. Das ist jetzt erstmal die volkswirtschaftliche Perspektive, zu sagen, das ist doch dann absolut rational und ökonomisch sinnvoll zu sagen, das können wir besser. Und das ist ja genau der Impuls. Nicht nur zu argumentieren, warum sollten wir das abschaffen, warum sollten wir das abschaffen, wir haben uns doch so gut daran gewöhnt und jetzt ist das eine totale Affront gegen die Bequemlichkeit, dass wir das jetzt auch mal lassen könnten. Sagen, hey, es ist eher doch die Frage, wie konnte uns das passieren, dass wir, und ich finde die Tierhaltung ist eine der Paradebeispiele dazu, überhaupt auf die Idee gekommen sind, als eine zivilisierte Gesellschaft sich eine solche Form des Umgangs mit Tieren und Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, leisten kann. Also das ist ja die interessante Frage des Umkehrschlusses. Wie konnten wir denn eigentlich in ökonomische Verlust-Verlust-Systeme kommen? Und dann können wir die Innovationen finden, sagen, raus da, das können wir besser. Und deshalb so wichtig, immer zu schauen, was steckt denn hinter den Indikatoren und hinter den Berechnungen, von denen wir sagen, ist etwas ein Verzicht oder ist es vielleicht sogar auch ein Zugewinn? Und deshalb mir ganz, ganz wichtig, dieses Zielwissen nie Mittel und Zweck zu verwechseln. Und da ist natürlich die Wachstumsdebatte das Allerwichtigste. Warum? Also Wachstum ist ein mögliches Mittel, oft ein wichtiges Mittel, vor allem erstmal aus Armut eine ausreichende materielle Versorgung zu erreichen. Aber irgendwann heißt mehr wachsen nicht mehr besser. Und an dem Punkt sind wir ja in vielen Bereichen, wenn wir zum Teil auch schauen, wie gestresst viele in den sehr erfolgreichen Jobs und erfolgreichen Gesellschaften im Grunde genommen inzwischen sind. Und auch da ist ja die Debatte unter Corona erst richtig losgebrochen, zu sagen, ist das jetzt echt ein Fortschrittsmodell, dass jetzt zwei Leute 40 Stunden arbeiten dürfen und dabei nach ihren kleinen Kindern gucken sollen und alle völlig gerädert sind in diesen 15 Jahren, irgendwie zwischen 30 und 45. Ist das jetzt Fortschritt oder ist das eigentlich eine Frenetik, wo man sagen könnte,
mit ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Arbeitsplatzverteilung, ein bisschen langlebigeren Produkten, ein bisschen weniger Notwendigkeit, ständig neuen Absatz zu generieren, könnte das Wohlergehen in einer Gesellschaft ja auch steigen. Das könnte wachsen, wenn wir etwas anderes weniger stark machen. Und deshalb ist es ganz wichtig zu fragen, was ist denn wirklich diese Purpose-Frage? Ne? Also die Ergebnisse des Systems stehen langsam in Frage. Und deshalb nicht nur Maßnahmen zu noch mehr Effizienzsteigerung, noch mehr Entkopplung, sondern wirklich zu fragen, ist denn der Purpose, den wir verfolgen, der es wirklich greift? Und sind die Indikatoren, mit denen wir es packen? Und dies hier ist jetzt von Herman Daly nochmal die Unterscheidung zwischen den ultimativen Grundlagen, die wir haben. Und da sind eben ganz viel Naturkapital und diese Potenziale drin, die uns der Planet oder Mutter Erde zur Verfügung gestellt hat. Und dann die ultimativen Ziele ganz oben, menschliches Wohlergehen. Und da ist es eben ganz wichtig, auch anzuerkennen, dass es ja schon eine langstehende Debatte darüber gibt, wie wollen wir denn eigentlich Wohlfahrt messen? Und die Wellbeing Economies Alliance ist zum Beispiel eine, die sich da wieder aufgemacht hat. Sehr spannend fand ich das gerade, das Statement auch des Hightech-Forums zur Innovationskultur in Deutschland gesagt hat, die Wohlstandsindikatorik in Deutschland muss dringend angepasst und vor allem umgesetzt werden, damit auch die Richtung dessen, worauf Innovation einzahlen soll, überhaupt dann Richtung Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit laufen kann. Weil wenn wir die falschen Key-Performance-Indikatoren haben, darauf komme ich gleich nochmal zurück, dann fahren wir Innovationen ja im Zweifel komplett an der Problemlösung vorbei und folgen wieder nur der Vermehrung von Geld. Und deshalb so wichtig zu sagen, wo kann die Innovation denn noch ansetzen? Und da fand ich jetzt auch zum Beispiel den Update Deutschland Hackathon wieder total spannend, weil wir eigentlich in den menschgemachten Institutionen auch viel mehr mal nach Innovationen suchen könnten und nicht nur auf technologischen Endanwendungen oder Produkten, sondern diese Prozessinnovationen bis in die Sozial- oder die Gegenden, wo wir Sozialkapital und bis hin zu Humankapital in Form von Bildung. Man kann sich auch an diesen Begriffen sehr stören, das weiß ich. Ich habe jetzt bewusst die ökonomischen Begriffe benutzt, um diese Anschlussfähigkeit herzustellen. Aber wirklich zu sagen, wie möchten wir das beschreiben und was sind da für Innovationspotenziale, damit wir dieses, die ultimativen Grundlagen und ultimativen Ziele wieder besser zusammenbekommen. Und das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, wie man das ausdifferenzieren kann. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen, sondern ich finde das sehr ermutigend. Das ist jetzt ein Bericht vom Club of Rome und von Systemic, die im Green Deal überlegt haben, wie kann man da systemisch denken? Auch da gibt es natürlich Kritik und zu sagen, ja, das ist alles noch nicht kritisch genug, aber wenn wir erstmal anfangen mit dem, was ist denn eigentlich Prosperität, was soll das Ergebnis sein, dann wie kann diese ja, natürlichen Grundlagen auch wirklich gut gepackt werden, welche Accounts braucht es dafür und was ist für uns dann Fortschritt, dann habe ich ja mit dem Purpose schon mal begonnen. Und dann kommt es sehr schnell in die Richtung zu sagen, dann müssen wir doch ein anderes Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise haben, von Anreizen. Welche Form von Konsum hilft es denn dann, diese Ziele zusammenzubringen? Und warum wird das eben für Finanzmärkte und für Governance-Strukturen und auch für Leadership-Konzepte eine Bedeutung haben, wenn wir sagen, wir möchten ein anderes Ziel, einen anderen Purpose anpeilen? Der ganze Bericht ist System Change for the Green Deal in der Richtung. Kann ich nochmal rumschicken. Und deshalb ist es mir so wichtig für diese Rolle von Wissenschaft und gerade für den Kontext, den wir heute haben. Also ich komme ja aus der Transformationswissenschaft, das ist so meine epistemische Community und da eben Transformation oder Transformabilität im sozioökologischen System definiert als die Fähigkeit, unbekannte Ansätze zu kreieren, aus denen eine fundamental andere Lebensweise entsteht, wenn die existierenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Konditionen das aktuelle System untragbar machen. Das klingt erstmal komplex, aber eigentlich heißt das ja wunderbar. Es gibt viele Möglichkeiten anzufangen und ganz wichtig ist es, sich wieder zu trauen und dafür sind unsere Institutionen ja auch da, wirklich in die Zukunft zu denken und wirklich aus der Box zu denken und wirklich zu sagen, wir stellen das mal alles auf den Prüfstand, wir machen mal Umkehrschlussfragen und gucken dann, was eigentlich für eine Perspektive möglich wird. Und was ich jetzt gerade erst nochmal nachgeschaut hatte und fand die Übereinstimmung einfach unheimlich spannend, wir hatten ja jetzt viele Diskussionen auch über Resilienz in letzter Zeit, ist ja eine ganz, ganz ähnliche Definition. Die Frage nämlich nach der Widerstands- und Regenerationsfähigkeit und die wird sehr stark fokussiert, gerade im ökonomischen Diskurs heißt es, die Wertschöpfungsketten und Lieferketten müssen ganz schnell wieder stabil gemacht werden. Aber die Frage, ob diese Lieferketten jemals A, menschenrechtskonform gewesen sind, die Debatte haben wir auch gerade, und B, nachhaltig waren, die sollten wir im Zweifel ja vielleicht vorher stellen, damit wir in der Form, wie wir jetzt aus Corona rauskommen,
erstmal die Dinge vielleicht nachhaltiger machen, um sie dann resilienter zu machen, anstatt nicht nachhaltige Strukturen möglichst resilient, also schnell wieder in der alten Form aufzubauen. Und genau das ist ja angelegt in dieser Definition von Resilienz, nämlich aus den Risiken und der Antizipation zukünftiger Entwicklungen so zu lernen, dass wir diese Anpassung in der Reaktion auf die Krise eben schon die Antizipation der nächsten und dieses Lernen gleich mit reinnehmen. Und deshalb glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, sich über, ich gehe jetzt einmal durch Performance-Indikatoren, Strukturen und dann komme ich zu Menschen und dann freue ich mich auf die Diskussion, wirklich zu fragen, mit welchen Brillen schauen wir auf die Welt? Weil das ist jetzt für mich ein Beispiel, wenn wir Holzplantagen, also wenn wir die Produktion von Holz anreizen wollen und dafür Anreizsysteme, politische Förderprogramme und so weiter machen, wo es einfach darum geht, schnell den Kubikmeter Holz zur Verfügung zu stellen, dann sehen Wälder schnell so aus. Und das haben wir in Brandenburg viel. Wenn wir aber, und jetzt bin ich unten bei dem Kleinen, sagen, aha, wir wollen die CO2-Intensität binden, wie in dem RED-Plus-Programm zum Beispiel, dann ist das CO2-Molekül die Brille, durch die ich schaue. Und dann werde ich ganz schnell unheimlich viele Pflanzen pflanzen, die ganz viel CO2 absorbieren, damit ich möglichst viel Geld bekomme. Aber ob die da jetzt wirklich hinpassen, ob die sich in das Ökosystem gut einpassen, ob die im Zweifel dann die Biodiversität torpedieren und so weiter, ist gar nicht unbedingt mit angelegt, wenn ich nur den Indikator maximale Absorption von CO2 mache. Und deshalb finde ich es momentan so wichtig, in der ganzen Fokussierung auf CO2-Bekämpfung nicht zu vergessen, dass wir ja noch sowas haben wie die Ökosysteme drumherum, die Biodiversitätsfragen, die Wasserkreisläufe etc. etc., die eben dann eher mit so einem Schema wie Payments for Ecosystem Services oder sowas adressiert werden könnte. Das heißt, welche Anreizsysteme wir bauen, welche Ziele wir verfolgen, hat eine ganz materielle Auswirkung darauf, wie unsere Zukunft, unsere Welt aussieht. Und diese Zusammenhänge wirklich immer auch klar zu machen und in die Diskussion mit reinzubringen. Das fände ich interessant, eben auch zu fragen, nicht nur welche Produkte kommen raus und wie können die effizienter werden, sondern tatsächlich Unternehmensdesign. Also ich fand das unheimlich spannend. Ich habe im Herbst viel mit Sozialunternehmern und Grünunternehmern zusammengearbeitet und die mussten immer neben dem, dass sie eben versuchen, soziale und ökologische Kosten, aber auch Impacts mit einzurechnen in ihrem Geschäftsmodell, auch noch argumentieren mussten, wie stark sie auf das BIP einzahlen. Und dann wurde immer von den sozialen, ökologischen Unternehmen gesprochen, die versuchen, etwas zusätzlich zu machen. Und eigentlich wäre es ja spannend zu sagen, warum, wenn wir den Umkehrschluss machen, haben wir denn eigentlich die große Mehrheit von Unternehmen, die anscheinend braun und asozial sind? Weil der Default ist ja etwas, von dem wir sagen, dass die wünschenswerte Unternehmensführung sich in einem Schwimmen gegen den Strom und einem Schwimmen gegen einen Benchmark, nämlich ein Bruttoinlandsprodukt, absetzen müssen, anstatt dass wir sagen, das Wünschenswerte sollte doch die Normalität sein. Und welche Reformen beispielsweise von Geschäftsmodellen, die Stakeholder- und Shareholder-Orientierung sind da natürlich zwei wichtige Schlagworte, wäre denn notwendig, damit es für Unternehmen einfacher wird, nachhaltig zu wirtschaften? Aber viel zu wenig wird aus meiner Perspektive darüber diskutiert, was sind die Unternehmensformen, außer vielleicht von der Purpose-Stiftung, die auch genau mit dieser Frage antritt, die uns helfen kann, nachhaltige Unternehmen, nicht nur Produkte zu generieren. Das nächste, das ist eine meiner Lieblingsfolien, weil die es so richtig schön auch runterbricht in jeden einzelnen Kontext. Wir können doch in jedem Kontext auch mal fragen, Strukturen, die vorher gebaut wurden, helfen die noch, unsere Werte und deklarierten Ziele wirklich zu erreichen? Oder sind sie inzwischen einfach, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben, weil sich der Kontext verändert hat, weil wir neues Wissen haben, weil wir eine nächste Generation von Leuten unterbringen in unserer Institution, vielleicht so ein bisschen rausgewachsen sind? Und wie kann man legale Brauchbarkeiten und legale Unbrauchbarkeiten differenzieren und sagen, was sind denn eigentlich die neuen Formen, wie wir versuchen, die Art und Weise, wie die Dinge gemacht sind. Das Deutsche ist ja so schön mit dem, das ist so nicht vorgesehen. Ne? Also warum ist es so nicht vorgesehen und wäre es nicht gut, wenn es anders vorgesehen wäre? Wirklich auch auf jeder Art und Weise Reisekostenvorgaben, zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich, hatten wir ja diskutiert. Warum muss ich argumentieren, wenn ich mit dem Zug fahren will, nur weil Flüge aus einer absurden Verkehrspolitik heraus billiger sind im Inland? Da muss ich doch mal irgendwann bitte mit einer illegalen Brauchbarkeit intervenieren und sagen, ein Kongruenzupdate ist total wichtig, damit wir aus der Wissenschaft Verantwortung übernehmen können und nicht einer Finanzlogik folgend dann die schlechtere Form des Transports aus der Nachhaltigkeitsperspektive wählen sollen oder immer argumentieren müssen, warum wir von der Normalität abweichten. Und das sind ja so kleine Sachen, wo wir wirklich anfangen können, in unsere einzelnen Systemen tatsächlich zu sagen, wie können wir das Globale in das Lokale, in das Holon, in dem wir existieren, eben einbinden.
Und deshalb ist es für mich so wahnsinnig wichtig, diese großen strukturellen Fragen immer auch mit uns als Personen und unserer Haltung zusammenzubringen. Und auch zu akzeptieren, dass einige unterschiedliche Komfortzonen haben, dass einige in unterschiedlichen Lebensphasen sind. Und die trotzdem die Einladung auszusprechen, dann lasst uns ehrlich und in Teams etc. Aufgaben vielleicht verteilen, Arbeitszeiten vielleicht so verteilen, dass das in diesem Kontext zusammenpasst, aber dass nicht dann bestimmte Haltungen in bestimmten Positionen im Endeffekt dazu führen, dass wir erst durch sehr starke Disruptionen und Krisen dann zu diesen Veränderungen kommen, von denen man vorher hätte sagen können, es wäre gut gewesen, wären wir da antizipativ vorgegangen und hätten uns darauf vorbereitet und hätten die Betroffenen und Beteiligten, die das meiste Wissen haben, darüber, wie es vielleicht gehen kann, frühzeitig mit involviert. Und deshalb, und das ist meine finale Aussicht, Transformation als Kultur der Kooperation. Also ein Spruch aus der Systeminnovation ist, bring the whole system in the room. Einmal, um zu verstehen, wo ist denn wirklich das Problem und dann aber auch zu verstehen, wo ist denn eigentlich die Power, die Visionen hat, die Insider-Expertise hat und die es im Endeffekt ja auch mittragen soll, wenn wir es demokratisch und nicht expertokratisch oder populistisch lösen wollen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Göbel, für diesen feurigen Vortrag. Es haben sich schon einige Fragen gesammelt. Und die erste ist von Mike Schmidt, der sich fragt, wie es denn um die Experimente steht. Herr Schmidt. Ja, nee, vorhin war ein Symbolbeispielbild dafür, dieser Kreis, dieser Zirkel, auf dem Weg zur Umsetzung, dass in der Gesellschaft dann auch im Prozess die Experimente wichtig sind. Bloß die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, bei so wenig Zeit, die wir noch haben, bis 2030 eine gewisse Klimaneutralität umzusetzen oder gesellschaftliche Transformation zu gestalten, also das gesamte Paket, da haben wir eigentlich nicht wirklich viel Zeit zu experimentieren. Also wie war das gemeint mit Experimente? Was ist da überhaupt möglich umzusetzen? Das ist so eine kleine Frage gewesen. Kurzform. Also für mich ist das mit dem Experimentieren und dem Regulieren im Idealfall ja so etwas wie ein positiver Feedback-Loop. Also in der Transformationsforschung heißt es zum Teil Pioniermanagement oder Nischenmanagement, zu gucken, bei den Geschäftsmodellen beispielsweise oder bei den neuen Formen der Energieversorgung, die wirklich nachhaltigere Lösungen anbieten, welche Veränderungen von Rahmenbedingungen bräuchten die denn, damit sich das verbreiten kann oder skalieren kann? Also skalieren ist ja so ein Begriff, da kann ich einfach etwas groß machen. In manchen Fällen funktionieren die Pionierlösungen aber genau deshalb nur so gut, weil sie eben nicht riesig sind und nicht diese große Ausdifferenzierung von Anonymität und so weiter entstanden ist. Das heißt, wie kann ich das multiplizieren, wäre eine andere Form von Skalierung, oder wie kann ich es auch, das ist so tief skalieren, tatsächlich in den Wertewandel und in den Wissenswandel, Bewusstseinswandel in der Gesellschaft eben auch mit reinnehmen. Und deshalb ist es aus meiner Perspektive nicht ein Warten auf, sondern, und das fand ich bei Fridays for Future so interessant, zu sagen, gebt uns doch die veränderten Rahmenbedingungen und dann finden wir schon die Lösung. Ja, also gegen diese ganze Kritik von, hier läuft ja noch mit dem Einmalbecher rum. Ihr fahrt jetzt auch noch zum Teil mit dem Auto von A nach B. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir deshalb nicht für veränderte Rahmenbedingungen demonstrieren dürfen. Und wenn es die dann nicht mehr gibt, umso einfacher ist es dann, überhaupt nicht mehr darauf zuzugreifen. Ich kenne das von vielen Freunden eben aus dem Bereich mit Fleisch oder diese Kantinendiskussion, ne? Das ganze verhaltensökonomische Geschichte, das Nudging ist ja ganz aufschlussreich dahingehend, wie stark das Design unserer Lebensalltagsstrukturen uns ja auch in eine bestimmte Richtung schubst. Und deshalb aus meiner Warte immer die Rückkopplungsschleife mit, wenn, und das gibt es auch aus dem BMWI interessanterweise, sagen wir mal regulative Realexperimente, die erstmal probieren, wenn man das tatsächlich verändern würde als Regel, wie würden sich dann die Verhalten anpassen? Also das Experimentieren ist eigentlich erstmal vielleicht etwas temporär machen, in einem begrenzten Raum machen, aber es ist nicht nur darauf fokussiert, dass es nur Handlungen umfasst, sondern es kann eben auf jeder Ebene im Grunde genommen angreifen. Ist das schon ausreichend? Oder geht es noch? Ist es so schade, weil man sich nicht sehen kann? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mit der Stirn gerunzelt haben und ich so ein bisschen an Ihrer Frage vorbeigeredet habe oder Sie das Gefühl hatten, es kommt ungefähr dahin. Ja, das ist eigentlich das Gleiche, was ich auch schon vorher gedacht habe, also dieser Konflikt zwischen dem Fleischkonsum und wenn man selber, ich bin selber Fleischesser, sagt und dann zum Veganer, also das Ziel ist dann nur Non-Fleisch, aber auf dem Weg dorthin, okay, das ist, mir geht es eigentlich wirklich nur was, also ich habe es grob verstanden, ja, also dieses Feedback-Wirkung durch den, wie meine, jetzt bin ich verloren,
durch die Experimente zeitgleich in der Umsetzung. Also es gibt noch einen anderen Begriff eben mit dem adaptiven Management. Das, also im Prinzip so ein bisschen dieses mehr Mut zum Experimentieren wird ja auch viel in dem Kontext der Fehlerkultur gefasst. Und wie kann eine Kultur sich dahingehend anpassen, dass wenn wir loslaufen, was ja viel mit dem Experimentgedanken zu tun hat, und dann auch lernen, deshalb ist es auch immer als ein iterativer Zyklus verstanden, dass eben die Konsequenzen oder die Effekte nicht genau das sind, was wir gehofft hatten, von beispielsweise Interventionen auch nachzubessern. Aber das übergeordnete Ziel nicht mehr in Frage zu stellen. Also es nennt sich so ein bisschen Transition Management und oft sind das so Übergangspläne in der Just Transition Debatte, gab es das viel, zum Beispiel mit Kohleregionen zu sagen, es sind so 10-Jahrespläne. Und wir versuchen eben nachzusteuern, ein CO2-Preis wäre so ein Beispiel, dass der mit der Lenkungswirkung nachgezogen wird, sodass nicht mit dem Schock interveniert wird, aber natürlich dadurch, dass man weiß, er wird hochgezogen werden, bis die Lenkungswirkung erreicht wird und auch mit einem Minimumpreis nicht mehr zurückgefallen wird hinter dem, dass es eben ausreichend kostet, CO2 zu emittieren, dann setze ich eben einen Innovationsvorgang an, wo viele Experimente stattfinden werden, die aber innerhalb eines Pfades, der klar eine Richtung verfolgt, im Grunde genommen ein Stück weit einstrukturiert ist. Also wie wir es heute haben, zum Beispiel, dass es völlig in Ordnung ist, CO2 zu externalisieren oder den Ressourcenverbrauch zu externalisieren, mache ich ja auch bestimmte Experimente möglicher als andere. Und deswegen immer diese Zusammenschau zwischen dem, wo sind die Rahmenbedingungen, was geben die heute vor? Und deshalb finde ich den Diskurs auch nicht richtig, zu sagen, jede neue Regulation schränkt die unternehmerische Freiheit ein. Ich habe eben die Sozial- und UmweltunternehmerInnen ja deshalb genannt. Für die wäre das fantastisch, wenn eigentlich mal reguliert würde, dass es kein Wettbewerbsvorteil ist, wenn ich meine Preise künstlich billig halte, weil ich die Kosten eben auf Schwächere oder auf andere Teile der Welt oder zukünftige Generationen oder eben die Natur abwälze. Und das Experimentieren ist im Grunde genommen loslaufen, bevor wir mit allen Prognosen über 10, 15, 20, alles ja häufig so, ne? Stellen Sie mal Ihre Blaupause vor und dann zeigen wir Ihnen genau, wo die Berechnung noch nicht 120% ist. Aber dass der Status quo ja heute nachweislich schon die ganze Zeit ganz viel Schaden anrichtet, fällt dann immer aus der Debatte. Und das ist so zum Teil diese Experimentierkultur, zu sagen, nee, so weiter ist nicht gut. In jedem der, ja im Grunde genommen Modellierungen ja auch und Szenarien auch, wo Nachhaltigkeit ein bisschen mit der ökologischen Frage gekoppelt ist, ist Business as usual kein gutes Szenario. Und trotzdem sehen wir ja im öffentlichen Raum, dass sich immer die Abweichungen von Business as usual ganz stark rechtfertigen sollen, aber Business as usual irgendwie nicht, nur weil es zufällig schon da ist. Und in diese Richtung geht das mit dieser ganzen Experimentierkultur. Ohne zu sagen, ein Experiment muss immer klein sein. Oder Dankeschön. Nur eine Aktivität. Es haben sich jetzt schon eine ganze Reihe Fragen hier gesammelt. Deswegen die Erinnerung an alle Fragesteller, Fragen stellen, die knapp sind und womöglich auch eine knappe Antwort ermöglichen. Ja, Philipp hat gefragt nach der Rolle von Universitäten. Mhm. Bitte schön. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Meine Frage wäre jetzt, es wurde ja in der Rede von Herrn Hanselka deutlich, dass Universitäten immer auch Hebelarme und Nährboden für transformative Ideen sind. Meine Erfahrung ist aber, dass zum Beispiel am KIT die wenigsten Bachelorstudiengänge Module zur Nachhaltigkeit oder Technikfolgenforschung enthalten. Eher habe ich das Gefühl, dass die meisten Studierenden allgemein in Deutschland eher zu so nutzbaren ArbeitnehmerInnen geformt werden, als zu Menschen, die sozial-ökologische Transformation vorantreiben können. Meine Frage jetzt an Sie, Frau Göpel, wäre, haben Sie auch das Gefühl, dass deutsche Universitäten ihrer Rolle überhaupt nicht gerecht werden oder ist das vielleicht eher meine KIT-spezifische Wahrnehmung? Ich kann überhaupt nicht wirklich beurteilen, wie die deutschen Universitäten alle ticken. Ich kenne ja nur ein paar wirklich von innen. Ich kenne die Diskussionen aus dem Hightech-Forum ein bisschen und ich kenne zum Teil die Diskussionen aus der DFG, wo ja auch durchaus die Debatte schon mal gelaufen ist. Also ich glaube, sie ist so ein bisschen als die Schneidewind-Strohschneider-Debatte auch eingetragen worden in so eine Richtungsunterscheidung, wie viel auch von dem kreativen und transformative Wissenschaft und so weiter eben in den Bildungskanon aufgenommen wird. Wir haben immer wieder die Diskussion darüber, wie das auch tatsächlich anerkannt werden kann.
wenn ich als akademisch orientierte Person mich eben Vermittlungen in die Gesellschaft beispielsweise oder einem breiteren Interessensbild oder vielen Engagement neben dem, was ich kognitiv studiere, widme, wie kann man das anders eben tatsächlich auch in die Leistungsbeurteilung einfügen? Ich glaube, also aus den Debatten heraus, ohne einzelne Institutionen zu kennen, würde ich sagen, ja, da ist ein dringender weiterer Diskussionsbedarf und ein dringender Appell, auch tatsächlich zu sagen, Exzellenzcluster, Exzellenzinitiativen, also all das, was wir als das ja, Sahnehäubchen oder das Rosinchen oder das, wie man sich dann als exzellente Person im akademischen Raum verstehen darf, dass es da durchaus auch eine Weitung der Definitionen wirklich gut tät. Und ich finde auch dieser Druck auf Peer-Review-Publishing, dieser Druck auf Drittmittel, wo ich selbst in meiner Erfahrung sagen kann, wenn ich das alles als Projektleiterin machen soll, von der ersten Idee bis zu gestundenweisen genauen Nachweis der Mittelvergabe, bis zum Management, bis zum Peer-Review, bis zum Publizieren, bis zum Umsetzen der Projekte selber, mich frittiert und dann mache ich noch 4 Projekte, 7 Projekte gleichzeitig. Also da kann nicht unbedingt Best-of rauskommen. Deshalb glaube ich schon, dass das wirklich durchaus auch eine Frage ist. Wie können wir denn eigentlich diese wertvollen Institutionen wirklich auf diesen Purpose einschreiben und ausrichten und dabei eben auch die unterschiedlichen Perspektiven anhören? Jetzt ist meine natürlich eine sehr stark von dieser Perspektive geprägte und es wird mit Sicherheit auch gute Argumente geben von anderen. Aber für alle, die das interessiert, wie es schon mal ein bisschen gelaufen ist, ist die Strohschneider-Schneidewind-Debatte, glaube ich, spannend. Dankeschön. Dankeschön und vielleicht der kurze Hinweis für alle, die am KIT studieren. Wir haben mit dem Begleitstudium nachhaltige Entwicklung natürlich schon ein Element, wie das im Studium verankert ist. Und das kann natürlich auch einen Transformationsprozess im KIT auslösen, wenn sehr viele das besuchen und der Druck entsteht, das dann in den Studiengängen zu verankern. Also nur los. Als nächstes hatte gefragt Barbara Zitzmann nach der Frage, ob wir denn überhaupt noch so in einem ganzen System unterwegs sind. Bitte. Frau Zitzmann. Ah, okay, ja, wenn ich die Frage nochmal eigentlich so wiederholen darf, so ist es. Also wir sprechen ja heute jetzt von der funktionalen Gesellschaft und die einzelnen Funktionsorte sind ja sehr stark voneinander getrennt und verstehen sich kaum noch. Also ein Diskurs zwischen diesen funktionalen Abteilen ist sehr, sehr schwer und das erleben wir auch. Und haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir das verändern können? Und das müssten wir ja verändern, um diese Transformation hinzubekommen. Ja, die starke Spezialisierung, ne, das ist ja auch einer der Effekte von dieser Form von Messung von Exzellenz. Also ich kann nur bestätigen aus meiner Arbeit aus dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, was ja ein explizit interdisziplinäres Organ ist. Na klar, kommen da nicht so schnell Empfehlungen raus, weil da gerungen wird. Und das ist ja das Faszinierende, dass sich wirklich unterschiedlichste Disziplinen und Perspektiven erstmal auf ein gemeinsames Verständnis A von der Fragestellung, aber B auch von Begrifflichkeiten. Und also wenn eine Informatikerin dann mit einer Ökonomin, mit einer Psychologin darüber diskutiert, was zum Beispiel Resonanz ist oder so, das ist hochspannend, aber das dauert natürlich viel länger. Das heißt, wenn wir wirklich wieder diese Brücken bauen wollen, wenn wir wirklich aus der starken Spezialisierung in so ein bisschen Generalisierung und Brücken oder gemeinsames Verständnis und systemische Zusammenhänge kommen wollen, wird es sicherlich auch ein Stück weit eine andere Anreizstruktur brauchen. Und Willen auch anderen zuzuhören. Und ich glaube, dass da aber ein Riesenpotenzial drin ist. Ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel von Stanford Innovation Lab, glaube ich, war es. Kann ich nochmal raussuchen, auch dann nochmal im Nachgang schicken, wo es auch klare Ideen davon gibt, wie dann eben auch kommunalpolitisch beispielsweise oder in Form von einigen Organisationseinheiten wirklich durch das Brücken bauen, anstatt in der eigenen Perspektive bleiben, auch eine ganz andere dann Kooperationsfähigkeit und über die vorherigen Grenzen hinaus Kooperationsfähigkeit möglich gemacht wurde. Da gibt es Ansätze dafür unter der System Innovation oder Social Innovation Agenda natürlich auch sehr stark, die sich jetzt sogar bis hin zu Bürokratie-Innovation rüberträgt. Also was brauchen wir im öffentlichen Sektor eigentlich für Innovation? Ein Hub in Deutschland, der das versucht, immer ein bisschen zusammenzubringen, ist die Innocracy-Konferenz. Die wird vom Zentrum, vom Progressiven Zentrum in Berlin ausgerichtet und die haben versucht, eben aus vielen Bereichen tatsächlich VordenkerInnen zusammenzubringen, aber auch PraktikerInnen, die sagen, wir müssen diese Strukturen, diese organisationalen Strukturen updaten, damit eine andere Kooperation möglich wird.
Herzlichen Dank. Wir springen jetzt nochmal zurück zur Frage von Reinhard Bott. Ich hatte den Eindruck, das Mikrofon hatte zwischendurch gerade schon wieder angefangen zu funktionieren zur Genau. Growth of Humanity. Ja, könnt ihr mich jetzt hören? Okay, wunderbar. Ja, es geht mir wichtig darum, nicht nur unseren Blickwinkel darzustellen, sondern den Blickwinkel, wenn wir rausgehen aus Deutschland, wenn wir rausgehen aus Europa. Und wenn ich diese Icons sehe, die alle Veränderungen bedeuten, wie können wir das alles erreichen, wenn wir nicht auch the Growth of Humanity beherrschen? Wir konzentrieren uns zum Beispiel darauf, dass wir Megacities managen können, dass wir Megacities morgen, übermorgen in irgendeiner Weise bewältigen können. Aber ist das die Lösung, dass wir diese Megacities bewältigen? Müssen wir nicht dafür sorgen, dass diese Megacities gar nicht in der Form mit all ihren Anforderungen entstehen? Das ist natürlich eine provokative These, aber ich denke, dass Growth of Humanity, wie man auch immer das erreichen mag, eines der Ziele sein soll, die wir unter dem Thema Nachhaltigkeit auch zu sehen haben. Ich finde gerade das Thema Megacities aus der Warte total interessant, weil es wieder das systemische Denken so gut zeigt. Natürlich, wenn Prognosen sagen, 70% der Weltbevölkerung werden in Städten leben. In Städten wird, also auch der WBGU hat ein Gutachten dazu geschrieben, in Städten wird im Grunde genommen die Nachhaltigkeit entschieden werden, weil da Ressourcenverbrauch so stark ist, weil Städte natürlich total auf das Umland zugreifen. Wir haben überlegt, mal ein Forschungsprojekt deshalb zu machen, The City Sucks. Also ne, Ressourcen, Energie, Wasser, all das wird ja nicht innerhalb der Fläche, die wir typischerweise dann als Stadtgrenze im Grunde genommen definieren. Und trotzdem wird dann die Produktivität, die wirtschaftliche Produktivität, die Leistung, die ökonomische Leistung in den Städten dann auch wieder gemessen. Und deshalb diese Rückkopplung an den ruralen Raum tatsächlich stärker in den Vordergrund zu nehmen. Ich sehe das kommen in der Diskussion. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und was natürlich auch hochinteressant ist, zu sagen, wenn wir alle Förderprogramme auf Städte machen, im WBGU sind wir übrigens dahin gekommen, dass die mittelgroßen Städte sehr spannender Kandidat wären, nicht nur die Megacities, dann ist das genau ein positiver Feedback-Loop. Weil dann natürlich immer mehr Arbeiten und immer mehr Prognostik und immer mehr Innovation und immer mehr Aufmerksamkeit auf die Urbanisierungstrends läuft und dann im Zweifel eigentlich der Abzug aus den ruralen Räumen dadurch beschleunigt wird. Und ein Balancing-Feedback könnte genau das sein. Und ich hoffe, dass das stärker kommt, auch in der Dekade der Regeneration der Ökosysteme und der Restauration von der Natur, zu sagen, wir müssen noch viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Funding, viel mehr Forschung, viel mehr Innovationsdruck in die Gegenden eigentlich bringen, die momentan eigentlich nur noch das Gefühl haben, sie werden abgehängt. Oder eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen und zu sagen, das bleiben halt einfach dann ökologisch bewirtschaftete Hinterland. Aber wie sollen die aussehen? Aber so ein bisschen sich tatsächlich auch da in den Ressourcenflows vielleicht zu beginnen, wenn ich frage, bei dem Systemwissen, also welche Frage möchte ich eigentlich beantworten, diese Auswahl eben zu treffen. Und aus meiner ganz persönlichen Warte wäre es wirklich wahnsinnig wichtig, genau für rurale Gegenden eben ein eigenes, wirklich ja auch mutiges Fortschrittsnarrativ zu finden und das auch zu messen. Also wir werden tatsächlich versuchen, so ein bisschen hinzugucken, wie kann denn eigentlich tatsächlich regenerative Wertschöpfung, wenn wir reinbilanzieren, was an ökologischem und sozialem positivem Impact kommt und auch an Regenerationsleistungen eigentlich anfällt, was würde das eigentlich bedeuten, auch für eine ökonomische Wertschätzung, für die Wertschöpfung, die im ruralen Raum und insbesondere dann natürlich in der Landnutzungsfrage eigentlich anfällt. Dankeschön. Wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen. Wir werden nicht alle schaffen. Oliver Parodi hat eine Frage und hoffentlich ganz kurze Anmerkung zum Systembegriff. Ja, danke, Richard. Oliver Parodi hier, Leiter einer Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation am KIT und Reallaborant der ersten Stunde. So, und vielen Dank, Frau Göppel, für Ihren Vortrag und Ihre Bemühungen, Nachhaltigkeit in die Ökonomie und die Ökonomik zu tragen. Das ist, glaube ich, total wertvoll und wirklich ein Schlüsselbeitrag. Sie haben zum Systembegriff sozusagen eingeladen und da möchte ich doch eine Bemerkung noch loswerden. Und zwar finde ich diesen Begriff sehr wichtig und nützlich und ich komme auch also aus einem Institut für Systemanalyse. Den darf man sicher nicht fallen lassen, aber ich wollte eine Bemerkung machen. Letztlich ist der Systembegriff natürlich ein technischer oder ein technisch überformter, sage ich mal. Und das gilt, glaube ich, von der Kybernetik bis zu Luhmann. Also da ist überall im weiten Sinne sozusagen ist ein technischer Begriff.
Und dabei wird oft der Mensch, also der Mensch als Person, als leibliches Wesen, als Individuum herausgekürzt. So. Und an der Stelle kann es dann auch mal gefährlich werden. Also das nur sozusagen als Hinweis, dass man den Menschen da nicht verlieren darf. Und gerade wenn es um nachhaltige Zukunft geht, geht es natürlich zunächst mal um uns Menschen. So. Und ja, das wollte ich sozusagen noch bemerken und war dann sehr dankbar, als Sie zum Schluss dann übergeschwenkt sind zu Haltungen und Kultur. Und in der Tat finde ich, dass Kultur ein weiterer zentraler Begriff ist, um Nachhaltigkeitstransformation auch anzugehen. Also viele, viele Missstände im Nachhaltigkeitsbereich liegen in unserer Kultur begründet. So, also Wachstum als Überlebens- und Sicherheitsstrategie ist eins, das 10.000 Jahre zurückreicht und so weiter. Entfremdung, Materialismus, Säkularismus und so weiter, das sind alles Dinge, die in unserer Kultur sozusagen geborgen liegen und die wichtige Elemente einer nicht nachhaltigen und eben, wenn man sie anguckt, dann auch Elemente einer nachhaltigen Entwicklung werden können. Deshalb würde ich gerne nochmal für den Kulturbegriff werben und würde mich auch freuen, wenn Sie da noch einen Satz dazu sagen würden. Danke. Mhm. Vielen Dank. Also ich, ja, total. Ich bin einfach in der Systemanalyse von Donella Meadows groß geworden. Also da bin ich an das systemische Denken rangekommen. Und Donella Meadows ist für mich eine Person, wenn Sie deren Texte lesen, da ist die Poesie mit der Analyse nämlich verheiratet. Und ich glaube, genau deshalb hat sie so viele Personen auch erreicht, weil für sie immer der Ausgangspunkt die Organismen, also das lebendige Systemische eben gewesen sind. Und dazu natürlich, und das ist das Faszinierende, was Sie mit dem Kulturbegriff ja angesprochen haben, dass wir diese geschichtenerzählende und reflektionsbegabte und antizipationsbefähigte Spezies sind, die ja eine gewisse Freiheit dadurch auch gewonnen haben, ja zu gestalten, ganz anders als mehr oder weniger nur zu reagieren, wie es ja im sonstigen Tierreich so üblich ist. Und genau deshalb sich immer wieder auch diese kulturelle Frage zu stellen, die wird zum Teil ja auch als vierte Dimension der Nachhaltigkeit diskutiert, zu sagen, das darf nicht rausfallen. Manche nehmen es da dann als eine Akzeptanz, dass unterschiedliche kulturelle Räume ernst genommen werden, aber ich habe Sie so verstanden, so würde ich das auch nehmen, dass wir ja auch immer mal wieder ein anderes Selbstverständnis hatten von dem, was wir sind und was wir sein wollen. Und da finde ich den Brundtland-Bericht total spannend, weil der ganz am Anfang damit einsteigt und sagt, dieser Blick aus dem Weltall genommen auf den Planeten mit dieser kleinen, schönen, grünen, blauen Kugel, das ist gleich der kopernikanischen Wende, was ein Upset of the Human Self-Image, also ein Umsturz der menschlichen Selbstbildes ja im Grunde genommen ein Stück weit mit sich bringen müsste. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so richtig. Also vielleicht dauert das einfach ein Stückchen, aber das sind ja genau diese Fragen. Was ist unser Verständnis von dem guten Leben? Was ist dann das Fortschrittsnarrativ, was Aktivitäten auch legitimiert und anleitet? Und genau deshalb finde ich es momentan wahnsinnig spannend, wie unheimlich viele Personen aus dem Kultursektor sich für diese Agenda öffnen und das spannend finden und sich wirklich da involvieren wollen, aus Theatern, aus Podcast-Reihen, aus Musik, Film, Fernsehen, Kultur. Also ich finde, dass da gerade eine ganz spannende neue Akteurskoalition eigentlich gerade wächst, die wirklich sagt, aus der Wissenschaft erklärt uns das nochmal mehr und wir wollen Teil dieser neuen Geschichtenerzähler werden, die wirklich auch diese andere Möglichkeit als etwas Wünschenswertes darstellen kann und natürlich dann auch nicht nur verbal oder mit Modellen, sondern ich kann es ja noch ganz anders erlebbar machen, wenn es durch Kunst, Kultur, Musik etc. eben ausgedrückt wird. Von daher wäre ich da vollkommen bei Ihnen. Also wir sind nicht nur ein System, was technisch ist, sondern das Lebendige ist ja das, was die Essenz von menschlichem Fortschritt sein sollte. Ganz herzlichen Dank. Wir haben vereinbart, dass wir nur ein ganz bisschen die Zeit überziehen. Deswegen gucken wir jetzt, dass wir so zu den letzten Fragen kommen. Und Miriam hat eine Frage gestellt zu BIP und ökologischen Kosten. Miriam, bitte. Ja, danke schön. Zunächst mal vielen Dank für den sehr inspirierenden Vortrag wieder einmal. Meine Frage geht in die Richtung, dass ich mir natürlich wie viele andere auch wünsche, dass es irgendwie Veränderung gibt und natürlich wünsche, dass man genau das tut, was Sie gerade uns gezeichnet haben, dass man nicht mehr das BIP als den Wohlstandsmesser nimmt, der es ja eben nicht ist, sondern
quasi wirklich sich die Frage stellt, wie Menschen gut leben können. Aber die Frage wäre, wie wir Politik davon überzeugen können. Also ich denke, kulturell ist das sehr gut angekommen. Politisch, glaube ich, ist es aktuell sogar noch schwierig durchzubekommen, dass man wirklich die ökologischen Kosten internalisiert. Also es wird ja immer noch viel davon geredet, wie teuer Ökologie eigentlich ist und dass man es deswegen nicht machen kann. Und genau, meine Frage an Sie wäre, macht das überhaupt Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt sich mit dem auf politischer Ebene mit der Abkehr vom BIP als Wohlstandsmesser zu beschäftigen, oder sollte man erstmal sich auf die Internalisierung von ökologischen Kosten konzentrieren? Dankeschön. Ich würde sowohl als auch machen. Also ich habe das Gefühl, es ist fast oder der gangbarste Weg ist wirklich zu überlegen, wie kann ich, oder so versuchen wir es jetzt zu denken am New Institute, ne? Ich weiß nicht, ob es der gangbarste Weg ist. So. Also in aller Bescheidenheit, und wir haben uns das jetzt überlegt, zu überlegen, wie ist es denn eigentlich diese Idee, dass unendliches Wachstum ohne die Probleme im natürlichen Raum fortschreiben könnte, in unterschiedliche Strukturen eingebaut worden. Und da geht es eben von der Geschäftsmodelllogik los. Und da gibt es eben jetzt aktuellen Suchprozess, wie kann man das nicht nur im Corporate Social Responsibility Reporting machen, sondern tatsächlich in die Bilanzierung reinbringen. Und dann natürlich auch in die Finanzmärkte, diese Taxonomie. Also da gibt es ja Überlegungen zu gucken, wie kann man da tatsächlich die Internalisierung in die Preisgestaltung, aber auch in die Unternehmensergebnisse mit reinbringen. Was bedeutet das dann natürlich auch für die Bewertung von bestimmten Geschäftsmodellen, für die Gewinnprognosen, aber dann können auch bestimmte Dinge, die jetzt als Verluste gelten würden oder als Kosten gelten würden, als Investitionen geltend gemacht werden. Das ist eine total spannende Diskussion, die gerade stattfindet, weil wir ja auch uns mit dem Thema Stranded Assets beschäftigen müssen, wenn immer weiter und weiter abgewehrt wird und sich dem nicht gestellt wird. Und irgendwann kommt dann aber die Regulation oder der CO2-Preis und dann shiftet der Finanzmarkt um und sagt, okay, ja, kein zukünftiges Geschäftsmodell mehr. Roms, dann haben wir die nächste Finanzkrise am Start, weil die ganzen Stranded Assets natürlich sich aufgebaut haben, die sogenannte Carbon Bubble. Und auf der anderen Seite haben wir momentan eben die Situation, dass wir finanzielle Investments in einer 3-5-Grad-Welt haben. Also wenn man sich hochrechnet, wo im Moment der Finanzdruck reingeht, sind das Geschäftsmodelle, die uns eben nicht in Richtung, ausreichend in Richtung Nachhaltigkeit bringen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall die ganz, ganz wichtige Debatte, wie kann ich das tatsächlich im unternehmerischen, also im BWL-Kontext fassen und gleichzeitig natürlich zu sagen, das muss aber makroökonomisch genauso gepackt werden. Und natürlich kann man das fordern und natürlich sollte man solche Sachen, wenn man davon überzeugt ist, auch an eine nächste Bundesregierung herantragen oder Wahlprogramme angucken, ob die das vorsehen oder nicht vorsehen oder dann irgendeine Form von Einmischung in unterschiedlichsten Varianten, von Petitionen bis hin zu Anschreiben von Bundestagsabgeordneten, bis hin zu Protesten, bis hin zu als eine Forderung einer bestimmten Koalition von NGOs. Also es gibt ja unterschiedlichste Mittel. Und im Grunde genommen habe ich manchmal das Gefühl, dass das auch in der Wirtschaft viel weiter ist inzwischen, als es medial wiedergegeben wird. Und es ist tatsächlich momentan die Politik sehr reaktiv. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Das Wahlprogramm der Grünen wird ja schon als mega radikal jetzt deklariert, wie die Diskussion halt weitergeht. Ne? Und da ist es manchmal der öffentliche Diskurs, der ganz wichtig einfach Stimmen braucht, egal von wem, um zu sagen, hey, also die Deutungshoheit über gutes Wirtschaften im 21. Jahrhundert liegt mitten auf dem Tisch und ihr könnt nicht einfach die alten Geschichten weitererzählen. Die glaubt auch keiner mehr. Also ohne eine zusätzliche Bringung, Schuld zu erfüllen, zu zeigen, was ist die Transparenz hinter der Evidenz, mit der wir denken, dass das überhaupt noch funktionieren kann. Das ist ja ein Druck, der kann aber auch aus der Wissenschaft kommen. Also ich wünsche mir das wahnsinnig, dass aus den Ökonomieinstituten selbst gesagt wird, in der Forschungsförderung und der Ressortforschung zu beispielsweise Konjunkturprognosen und so weiter, da darf nicht die ökologische Perspektive komplett ausgeblendet bleiben. Und das ist kein Eingriff in die Grundlagenforschung. Das ist auch nicht normativ, das ist aus meiner Warte heute bei dem Erkenntnisstand einfach erstmal zu sagen, das nicht anzuschauen, braucht schon eine krasse Begründung, warum das irrelevant ist, wenn wir gucken wollen, wie gute Wirtschaft in der Zukunft geht. Und so einfach zu gucken, wo ist mein Wirkraum und auf jeden Fall auf beiden Ebenen oder drei Ebenen sind es ja, ne? Diskursiv bei den Mindsets, aber dann eben auf der makroökonomisch-politischen Ebene und auf der BWL-unternehmerischen Ebene, weil im Zweifel muss es zusammenlaufen. Ganz herzlichen Dank. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, wenn das für Sie in Ordnung ist. Und zwar hatte Jonek noch eine Anschlussfrage zum Experimentieren.
Jetzt, hallo. Wunderbar. Ja, erstmal möchte ich mich bei meinem Vorfragesteller bedanken, weil ich das wirklich einen ganz wichtigen Punkt finde, zu fragen, wie erfolgreich waren denn die Experimente, wie zum Beispiel im Reallabor bisher, in welchem zeitlichen Rahmen haben sie stattgefunden und wie groß ist der Erkenntnisgewinn und kann ich das extrapolieren in die Zukunft? Und da möchte ich nochmal ganz konkret auf Ihre Nennung der Kipppunkte eingehen. Also wir wissen, gewisse Kipppunkte kommen in einem gewissen zeitlichen Abstand in der Zukunft und wir können sozusagen auf unsere bisherigen Experimente zurückblicken, um zu sehen, wie schnell hat sich denn da herausgestellt, dass wir eine Veränderung hinbekommen können. Wo sehen Sie erfolgsversprechende Experimentansätze, die quasi sagen, ah ja, hier, das hat eine Perspektive aufgezeigt, mit der kann ich wirklich was erreichen, um den Kipppunkt zu vermeiden? Und wo sehen Sie zum Beispiel Lücken, wo es noch überhaupt gar nicht die notwendigen Experimente gibt, die uns sagen können, ob ich den Kipppunkt überhaupt vermeiden kann? Ach, ich glaube, so eine Metastudie wäre super mal anzufertigen. Also im Bioökonomierat versuchen wir gerade so ein Stück weit auch zu gucken, in welchen Regionen denn eigentlich schon bestimmte Vorreiter Ideen, Kooperationen etc. funktioniert haben, die tatsächlich überlegt haben, wie kann Bioökonomie überhaupt zu Nachhaltigkeit beitragen? Und ist da überhaupt noch was übrig? Wenn wir wirklich sagen, die Ökosysteme müssen regeneriert werden, um dann alternatives Plastik und vor allem nicht unbedingt Antriebsmittel für Autos zu machen. Ich glaube, wir haben ja an vielen Bereichen, also eigentlich auch genug Wissen, zum Beispiel zu sagen, eine CO2-Steuer mit einer Lenkungswirkung ist überfällig, da finden Sie auch eigentlich keine Ökonomin, kein Ökonom mehr, der das irgendwie abwehren würde. Das sind dann halt eher Interessen aus der Gesellschaft. Ich glaube, dass wir zum Teil den Experimentbegriff als sehr klein empfinden, weil was wir jetzt gerade mit Corona machen, ist ja ein Realexperiment auf gesellschaftlicher Ebene. Wir haben zum ersten Mal eine moralische Entscheidung getroffen, zu sagen, der Schutz von Menschenleben steht über dem Fortschreiben der maximalen ökonomischen Performance. Und jetzt ist das ein Experiment, wo wir wirklich ja sehr, sehr, sehr viele Dinge lernen über uns selbst, über gesellschaftliche Gruppierungen, über politische Prozesse, die so ein Experiment halten können oder nicht halten können. Welche Formen von Kooperationen da vielleicht wichtig wären, welche Formen von Aufbereitung von Evidenz vielleicht richtig wären. Also ich glaube, wir dürfen mit dem Begriff Experiment nicht immer sofort sehr klein werden und in die Petrischale kommen, sondern wirklich eher das auch vielleicht mit dem Kulturbegriff verbinden und zu sagen, es geht jetzt wirklich da rein, das neue Normal zu definieren. Und dann kann eine Region sich auf den Weg machen, dann kann ein Land sich auf den Weg machen, da kann die Europäische Union, wenn sie tatsächlich mal eine gemeinsame Landwirtschaftspolitik machte, die den Begriff, also die Formulierung eines Paradigmenwechsels auch tragen würde, natürlich ganz viel anstoßen. Und im Prinzip ist das ja ein regulatorisches Experiment, was dann viele Innovationen auch freisetzt. Also vielleicht ist der Begriff Experiment, und weil wir die Reallabore, die konkreten Forschungsprojekte, die Sie ansprachen, die sind natürlich immer total klein. Aber das, von der Denklogik her kann ich das Ganze auch sehr viel größer mir vorstellen und auch umsetzen. Und mir geht es eher darum, dieses wirklich Nein und Nein, das, was wir jetzt hatten, ist nicht mehr, läuft nicht mehr, wissen wir, haben wir genug jetzt nachgewiesen. Und jetzt geht es darin, Alternativen zu formulieren und nicht dann den Alternativen immer direkt vorzuwerfen, dass sie noch keine Blaupause haben, die den Status quo ersetzen könnte, obwohl der Status quo halt einfach nachgewiesenermaßen kein gutes Szenario bietet. Also mir ist es wirklich tatsächlich eher in diesem kulturellen Shift, der jetzt mal loslaufen, jetzt mal machen und dabei lernen und nicht jemandem sofort vorwerfen, dass es nicht genauso hinten rausgekommen ist, wie es war. Und nicht eine Größenordnung. Ja. Ganz herzlichen Dank. Diese Aufforderung zum Mal loslaufen nehmen wir natürlich auch als Aufforderung in den Frühlingstagen jetzt zu verfolgen, wie wir uns denn als werdende Wissenschaftler, als Akteure in verschiedenen Bereichen jetzt und in Zukunft positionieren können, was wir aus der Wissenschaft dafür mitnehmen können. Frau Göppel, ganz herzlichen Dank dafür und als
kleines Andenken erreicht sie dieser Tage per Post dieses Buch, Dein Quartier und Du, ein Buch über das Karlsruher Reallabor mit seinen ersten tatsächlich sehr kleinen Experimenten, die aber auch sehr groß gedacht haben und hier in Karlsruhe jetzt auch weitere Kreise gezogen haben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß daran, dass das dann nochmal nachzuvollziehen, wie das, was Sie im Vortrag erwähnt haben, da im ganz Kleinen festgehalten ist. Es ist übrigens entstanden im Zusammenspiel zwischen Bürgern und Wissenschaftlern vom KIT. Und jetzt Frau Robertson, ich glaube, Sie wollten noch eine ganz kurze Verabschiedung machen. Ganz genau. Also erstmal natürlich möchte ich sehr, sehr herzlich danken. Also ich denke, also erstens ist es natürlich sehr, sehr interessant und wichtig zu sehen, wie Sie teilweise auch also durchaus Diskussionen und also Ansätze, die mal da waren, aber verloren gehen. Und ich denke auch gerade so im Hinblick auf Ihre Bemerkung, was wir ständig natürlich sehen mit den Spezialisten, also auch natürlich mit Studierenden. Und Sie sind sicherlich so wie ich auch der Meinung, wir brauchen nicht nur Spezialisten, sondern spezialisierten Spezialisten. Aber umso mehr brauchen wir dann die Brückenbauer und die also sowohl zwischen den Disziplinen als auch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft dann eben agieren. Ich denke, das ist ein Punkt. Und ich denke, für ein Keynote haben Sie genau das gemacht, was so wichtig ist. Sehr viel zum Nachdenken geliefert, sehr viele Fragen. Und wir haben gesehen, wir haben nicht alle Fragen dann draufnehmen können, sodass alle dann wirklich in diesen jetzt 4 Tagen, wo es so viel angeboten gibt, Sie können also sicherlich im Rahmen von diesen Veranstaltungen immer wieder mal irgendwas, was von Ihnen heute Abend gekommen ist, dann wieder mal als Frage oder als Gedanke dann auch mit einbringen. Und das freut mich sehr. Wir werden natürlich von hier aus gerne weiter schauen, was The New Institute macht. Und also beneidenswert, dass Sie wirklich in so einer guten Lage sind, von den Menschen um sich herum bis hin zu den Ausstattungen, dass Sie wirklich dann eben hier mit neuen Themen und die Art und Weise, in welcher Kombination man interdisziplinär das aufstellt, ungestört sozusagen und ohne die Probleme, dass man Geld oder sonst was organisieren muss, durchstarten können. Gratulation noch einmal dazu. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und wir hoffen sehr, dass wir alle dann davon auch profitieren will. Alle, die teilgenommen haben, alle habe ich Dank gesagt, aber auch jetzt alle Studierende und alle, die wirklich in den Workshops und an Markt der Möglichkeiten teilnehmen. Ich hoffe auch, dass es Spaß macht. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr wichtiger und motivierender Faktor ist, dass das, was wir tun, diskutieren, auch wenn wir manchmal unbedingt miteinander streiten sollen und ganz andere Meinungen sein sollen. Aber es ist wichtig, dass es uns auch Spaß macht, weil ich glaube, dann kann man ganz anders dann eben, ja, also Prozessen und Dinge, die langatmig sein müssen, aber immer wieder mit neuen und wichtigen Impulsen da also praktisch ja, wieder Feuer geben, dass man da weitergeht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünschte so sehr jetzt, dass wir nicht online wären und dass wir jetzt 2 Stunden später mit einem Glas Wein in der Hand und um den Stehtischen herum jetzt so heiß diskutieren könnten. Aber wer weiß, vielleicht können wir das ein anderes Mal dann eben also nachholen. Alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank noch einmal und allen anderen. Gute Ergebnisse, guter Austausch die ganze Woche lang und Dank an allen, die wirklich aktiv sich eingebracht haben. Ganz herzlichen Dank. Adieu.